Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Skyrim-Episode. Wir haben hier eigentlich dieses Aufnahmeritual mit Bravour bestanden, sollte man meinen. Die haben hier gerade eine schöne Rede gehalten, da der Kotlak, der Varkas, der Viskas und wie sie alle heißen. Und aber tut sich nichts, wir können uns nicht bewegen. Ich kann die drücken, was ich will, und die, die machen auch nichts mehr. Ich kann mich, okay, ducken kann ich mich nicht. Ich kann einfach nur hier und kann ich schreien? Ne, wir müssen einfach mal laden, bitte. Das letzte Schnellspeichern von hier, genau. Tja, nicht, dass wir jetzt hier in der Endlosschleife gefangen sind. Brüder und Schwestern okay. Des Zirkels. Kann ich das wegdrucken? Heute heißen wir eine nee. Neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Ja, wir kennen's doch schon. Mein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Na, was geht, ja? Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ja, so soll es sein. Bla, immer noch. Kann ich mich jetzt bewegen? Das kann nicht sein. Das ist schon wieder am Rumkacken. Nix. Das ist Ende. Alter, was ist das für eine Quest? Die Aufnahmeprüfung. Ja, toll. Gehört das dazu? Ist das... Hallo? Ich möchte hier... Nee. Ah, Leute, wie oft muss ich mir die Rede denn noch anhören? Und wir laden schon wieder. Das Doofe ist, wenn wir die Quest nicht abschließen können, hier im Moment, dann, wir müssen nach Jovasker zurückkehren. Also gut. Wir sind in Jovasker. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Wir gehen nochmal rein und nochmal raus. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Beziehungsweise wir warten auch einfach mal ein paar Stunden. Hier 10, 9, was weiß ich. So. Dann ist abends. Dann wird es bestimmt irgendwas bringen. Ist das eine Kacke, Alter. So, und nochmal raus. Da warten sie alle sehr gut. Ich soll zu denen angeblich gehen. Das heißt, ich mache jetzt mal diesen... Es gibt halt diesen... geh da hin. Nee, okay. Es gibt diesen Schrei, diesen Drachenschrei, dass man direkt neben denen landet. Vielleicht braucht man das ja. Vielleicht muss man... Je näher man dran steht, desto wahrscheinlicher ist es vielleicht, dass es nicht abkackt. Das sind alles so Theorien, ne? Hier, wenn das jetzt nicht geht. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Ja, schön, ne? Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ach Mann, das... Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Wir wissen doch schon, was passiert. Ich komme mir irgendwie gerade vor wie in so einer billigen Stargate-Episode oder in irgendeinem komischen Film, wo sich immer und immer wieder alles wiederholt. Er ist bereit, das Blut und am Ende friert die Zeit ein. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Ja. Würde ich auch machen. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen
ferner, grüner Sommer vereint. Ja, finde ich gut. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. So soll es sein. Was ist jetzt hier? Das ist nicht die Möglichkeit. Ey. Rede mit mir, Pferdeschwanzkopf. Was ist mit dir, Grauer? Nee, hier, hallo, Viskas. Nee, olle Schickse, auch nicht. Warte. Boah, ey. Das ist denn, wenn ich jetzt hier speichere und lade. Ich meine, ich mache kein Schnellspeichern, ich mache einen neuen Speicherstand auf. Jetzt laden wir den mal. Speicherstand 755, ist ja nicht viel. Wir spielen ja noch nicht so lange, ne? Bitte? Und jetzt? Wollt ihr noch immer nicht, ne? Die Affenköppe. Jetzt machen wir was ganz anderes. Ich baller die ab. Autospeichern. Ich baller die mit einem Pfeil ab. Einfach so. Einfach so, damit irgendwas muss ja hier geschehen. So. Dann sage ich natürlich hinterher, oh, das wollte ich nicht. Aber... Oh, das tut mir leid. Was ist mit dir? Opa. So, hier die auch noch. Wer hat noch nicht? So. Funktioniert jetzt vielleicht? Ich habe eine Idee. Was ist denn, wenn wir eine Wache abknallen, hier hinrennen, dann fängt das Gespräch an? Und am Ende lassen wir uns ins Gefängnis bringen. Das könnte klappen. Wo ist eine Wache? Haben die gerade eine Patrouille hier? Da müssen wir nur vor der wegrennen. Da vorne ist eine Wache. Aber die töten wir wahrscheinlich mit einem Schuss. Das wird funktionieren. Mann, treff doch da. Mann, jetzt ist doch hier. Halt die Fresse. So, die Wache kommt jetzt. Mal los, mach die Rede. Sehr gut. Kommt die Wache? Heute heißen wir eine neue Seele in unserer Wache? Gemeinschaft. Nimm mich fest, ich war böse. Wo ist er denn? Geduldet, hat herausgefordert. Was macht der da im Busch? Was macht der da? Komm da raus. Ich bezeuge den Mut der Seele. Ach, der ist ja im Busch, der Fahrgast. Aber die Wache ist weg. Redet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ach, der wird nicht funktionieren. Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Das hat einen Schwachsinn. Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Ich würde als erster das Lied des bist doch da rausgekommen, endlich. Unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Das ist verrückt hier. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Was? Mein Herz schwelgt mit der Wildheit und Tapferkeit. Ey, wer bist du denn? Doppelt gemoppelt hält besser, oder was? Was? Lasst es mit unseren schlagen. Oh, guck mal, die hat eine andere Schulter an. Andere Rüstung. Unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Der hört sich auch anders an. Ah, es hat funktioniert! Ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Das ist ein Schwachsinn. Was? Okay, man braucht zwei Farkas, damit man die Quest schaffen kann. Der Trick ist, eine Wache abballern, dann zurückrennen, dann spawnt ein zweiter Farkas. Das Ganze wird getriggert und man schafft das. Meine Fresse, ich bin der Skript-Kiddy. Ich krieg das hier alles irgendwie hin. Man muss es nur ausprobieren, ja? Ich mache jetzt ein extra Video davon als Lösung. Wahrscheinlich ist das ein bekannter Bug. Und genau so kann man das lösen. So. Und wir sind jetzt endlich Mitglied. Scheiß die Wand an. Wir haben wahrscheinlich ein Kopfgeld jetzt in Weißlauf, aber wir können uns wahrscheinlich rausreden. Wir sind ja ganz gut mit den Dingsbums, mit den Jarl da befreundet. Deswegen, so, ja. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Nein, das haben wir schon gefragt. Ja, komm. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Das ist eine gute Frage. Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Ja. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu.
Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Tja, also ich bin lieber Herr meiner Sinne. Also so eine Bestie ist jetzt nicht unbedingt meins. Und was ist mit euch? Das war der Anführer, der ist bestimmt auch eine Bestie. Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont. Nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hofft ihr euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eolund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als... was auch immer das ist. Was? Sie verarschen, wir haben die mächtigste Waffe der Welt. Was hast du denn für eine Waffe, Opa? Zeig mal her, ja, gar keine, ne? Aber mich hier doof anmachen, ne? Endlich. Wir müssen mit denen sprechen. Das ist irgendein Gamebreaker jetzt, weil wir zwei von denen haben. Das kann nicht gut gehen. Was macht ihr da? Gay-Action oder was? Im Baum? Ja, ist ja gut, wir gucken weg. Ach, da ist er ja. Hallo, Farkas, nee, geh nicht da wieder. Was? Warum wollen die denn da auch hin? Was ist denn hier in dem Baum? Ja, ich mag dich auch. Wusstest du, dass du einen Zwillingsbruder hast, Kollege? Ich bin hier, um zu helfen. Ja, ist gut. Ich suche Arbeit. Hast du was? Es gibt Probleme in Falkenring. Da unten ist da immer was los, aber jetzt hat es sich zugespitzt. Mit welchem Problem muss ich rechnen? Ihr beseitigt ein Nest dieser Hexenrabendinger. Ach ja. Ich habe noch nie selbst einen gesehen, aber man hört... beunruhigende Dinge über sie. Kollege, du bist nicht sehr viel rumgekommen, wenn du noch niemals einen Hexenrahmen gesehen hast, möchte ich mal so meinen, ne? Aber komm, ja, ich mach das schon. Hexenrahmen, das ist ja, ist auch kein Problem. Gut, lasst sie eure Klinge schmecken. Ja, Klinge, Bogen, irgendwas. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Was? Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Nee, muss ja auch nicht. Du gefällst mir auch nicht, Hackfresse. Ach, guck mal, Wilkas, was machst du denn hier? Zu mir, wenn ihr Fragen habt. Der hört sich ganz anders an, ne? Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Könnt ihr mir beibringen, bla. Bis zum nächsten Mal. Machen wir wieder. Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Oder sind da zwei verschiedene? Ich weiß es gar nicht. Lasst mich in Ruhe. So, machen wir wieder den gleichen Trick hier die ganze Zeit. Ich habe inzwischen alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Hey, was soll denn das? Nee, wir wurden erwischt. Dann mache ich jetzt Laden. Ja. Ich möchte ungern das ganze Gold hier bei denen lassen. Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Na, sehr gut. So kann man nämlich auch sehr schnell leveln, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ne? Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. War nicht verbessert, natürlich. Hey, was soll denn da? Ach Mann, das lief sonst besser irgendwie, ne? Beim letzten Mal. Ich meine, da steht 90%. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt da alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Steht da noch immer 90%? Natürlich. Und schon wieder Taschendiebstahl verbessert. 85 schon. Was ist denn nun? Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Wir leveln natürlich mal wieder umsonst. Sehr gut. Einmal noch bitte. Hier ist alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Ja, zeiget mir. Zeig mir mein Gold. Danke. Speichern. Oder jetzt muss ich mal gucken. Wilkas? Also gut. Farkas, bist du da noch immer im Baum? Nee, der ist weg.
Rennen jetzt wirklich zwei rum? Oder habe ich mich nur verguckt? Na, ist ja egal. Ist nicht schlimm. Und, ich bin hier, um zu helfen. Nee, der Farkas von uns hatte gerade Angelrüstung an. Bin ich mir ziemlich sicher. Was weiß ich. Wache, du verzeihst mir doch, ne, dass ich dich abgeballert habe vorhin. Oh, hier ist der Bogen. Beweisstück entfernen. Hallo? Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfell herum. Natürlich. Guck mal, der hat unseren Ebernerzpfeil aufgehoben, glaube ich. Der ist nämlich genau einen hinten im Köcher. Der findet den, der hebt den auf. Das ist jetzt meiner. Gib das her. So, wir leeren noch eben die Taschen. Wir haben ja so ein bisschen was aufgelesen. So ein paar Barren und so haben wir noch dabei. Und dann gehen wir nach Falkenring und verkloppen die Hexenraben. Das dürfte lustig werden. So, erstmal hier bitte unsere ganzen Klamotten, die wir zum Verzaubern nicht mehr am Mann brauchen. Das kommt weg. Die Kaiserrobe. Achso, den haben wir. Genau, das ist richtig. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das war's. So, hier kommt jetzt rein. Und zwar Bogen der Nachtigall. Das ist alles richtig. Die Halsketten können wir eigentlich verkaufen. Müssen wir ja sowieso nicht mehr verzaubern. Wir müssen nicht mehr Verzauberung skillen. Dementsprechend wäre das Schwachsinn, das zu behalten oder irgendwo reinzulegen. So, und hier haben wir Leinentuch. Das ist ja schwer. Veredelter Malachit. Was wiegt denn so ein Seelenstein? Alter, die wiegen auch ganz schön viel, ne? Zu die mal weg. Brauchen wir eigentlich auch nicht im Moment. Die gefüllten alle. Gut. Das sollte reichen. Jetzt hat die Amethyste hier alle wieder abgelegt. Weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Und das Rot überwiegt, ganz klar. Dann gibt es viel mehr rote wie blaue oder grüne Steine. Finde ich eigentlich schade. Weil das Grün und hier mal ein bisschen vereinzelt. Okay, hier mal ein bisschen blau oder auch mal weiß. Aber das meiste sind wirklich Granatsteine, ne? Immer nur Granatsteine. Es fällt schon wieder alles vom Tisch hier. Ach Mann, der schöne Schatz. Ach, da fällt schon wieder der nächste. Der Tisch ist... Nein, ach, ja, ne, leck mich. Der Tisch ist zu klein. Wir müssen uns mal nach einem größeren Haus umgucken, glaube ich. Weil, nee, ist ja eigentlich sehr schade. Am besten mit so einer Truhe, wo wir dann alles reintun können. Also so eine offene Truhe, wo man dazu sieht, wenn man da reinguckt. Das wäre doch heftig. So, die Quest, die wir jetzt machen in Falkenring, heißt nichts als Ärger in Himmelsrand. Ja, das machen wir. Überbringe Leifners Familie die Nachricht von... Ah ja, genau. Wir haben ja irgendwo mal irgendwann eine Leiche gefunden und... Wir wissen nicht, wer Leifner ist. Wir wissen nicht, wo die Familie wohnt. Ach da. Schluchtweiher-Dingsbums. Ah, das ist ja ganz in der Nähe von der Schanze, wo wir letztens waren. Interessant. Dann reisen wir von Jägersruh dahin, würde ich mal sagen. Auf nach Jägersruh. Waldelfen sind zu 50% gegen Krankheiten und Gift resistent. Wir sind ein Vampir, wir sind jetzt gegen alles resistent. Vor allem, wir sind jetzt ein Vampir, wir sind schon ewig. Seit der 10. Episode oder so kommt das hin. Ich habe einen Drache gehört. Schönen guten Tag. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, da machst du gut. Vater von irgendwas. nie ohne Seife. Waschen, dahin müssen wir. Verdammt. Ah, was sind das? Nein, Dämmerwachtspacken. Ins Haus. Rückzug. Aufstehen. Helft mir, Jäger. Und ihr werdet reich belohnt werden. Klinge des Weglangs ist natürlich falsch. Boah, ich möchte zwei von diesen. Ja, ich rette. Ach so, du willst mir gar nicht helfen. Hilfe.
Unser Pferd macht das schon. Die Schlacht im Wald. Verrecke! So. Habe ich da was aufgehoben von dem Vieh? Mann, das ist doch so mitten noch in der Dämmerung. Kurz vor dem Sonnenaufgang, da siehst du auch kaum was. Hör auf, so rumzutanzen. Ja. Zack, raus damit. Eine Verschwendung des Stahls an dich. Tja. So. Fresse hier, ab nach Westen. Schattenmähne, du kannst da bleiben. Hast heute Auszeit. Was ist denn da? Ein Lager der Kaiserlichen. Alles klar. Interessiert mich aber nicht. Die wollen uns wahrscheinlich nur verkloppen. Was ist das schön? Komische Geräusche. Da vorne sind Wölfe, komm. Machen wir platt. Nee. Ist, nee. Wenn die uns nicht sehen, dann sehen wir die auch nicht. Das ist. Nein, ist ja kein Problem. Was soll das denn? Aber warte, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wahrscheinlich hier irgendwie den Berg hoch, denke ich mal. Ich habe einen Bär gehört. Guck mal, es ist Tag. Und trotzdem regeneriert sich unsere Ausdauer sehr stark. Finde ich sehr gut. Mit den ganzen neuen Verzauberungen, die wir haben. Hallo, Bär! Oh! Tja, du? Ja. Guck mal, direkt Leichenstarre. So schnell geht das. Die setzt extrem schnell hier ein in den Himmelsrand. Kaum bist du tot, hast schon die Leichenstarre am Hals. Was? Das ist ein Drachenblutspacken. Der konnte einen Feuerschrei. Der killt uns hier fast. Mit einem Schlag. Oh. Guck mal, wir sind am Brennen. Achso, wir regeneriert keine Leben, weil er die ganze Zeit auf uns Magie macht. Das macht Sinn. Dann machen wir das anders. Nämlich so. Steh auf. Ich weiß, dass du nochmal aufstehen möchtest. Das ist doch normal bei euch. Das ist doch Brauch. Gang und gäbe. Hau ab. Oh, der hat Pfeile. Das können wir aber auch. Können wir direkt mal unseren neuen Bogen austesten. Ja, nur noch treffen, ne? Bzzz, verbrannt und tot und alles. Ich heil mich da. Ich denke mir nur, warum kriegst du keine Leben? Was ist denn hier verkehrt? Ah ja, der zaubert noch immer auf uns, der Sack. Ja, okay, die Mana, die regeneriert sich gar nicht am Tag. Hätten wir eigentlich doch ein bisschen Mana-Regeneration skillen müssen, verzaubern müssen. Habe ich nicht dran gedacht. Ich bin doch doof. Was? Ja, was soll das? Ja, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Querfeld ein ist meistens irgendwie richtig. Haha, das sieht schon sehr nach einer abgelegenen Gegend aus. Das lieben ja Hexen haben. Feuerzauberer. Habe ich schon gesehen an den Feuerball, der da um den rumfliegt. Kacke! Die kannst du nicht veräppeln, die Frau. Boah, war das eng! Hexe, du Drecksau. Aber haben wir noch gekriegt. Haben wir noch hingekriegt, den ganzen Mist. Hey, okay, das ist hier richtig. Hier müssen wir rein. Aber schleichen. Ja, irgendwas stand da gerade. Irgendeine Höhle.
So, bitte. Ja, sehr gut. Hier kriegen wir auch Mana wieder, weil wir nicht im Sonnenlicht sind. Direkt mal hier heilen. Und so schnell, wie sich hier drin die Mana regeneriert, kann man auch mal kurz eine Sekunde warten und dann noch mal. Ja, das muss reichen. Der Rest regeneriert sich von alleine schon so. So, in der nächsten Höhle. Ach, die armen Zweiglinge, das sind doch auch nur Lebewesen. Warum misshandelt man doch einfach deren Leichen so? Das kann ich nicht gutheißen. Finde ich nicht gut. Nee. Töten, ja gut, um sich zu wehren, schnell und schmerzlos, aber jetzt nicht noch Leichenschändung. Ich meine, gut, machen wir auch hin und wieder, aber wir dürfen das. So, da vorne sind schon Kollegen und Konsorten. Von hast du nicht gesehen? Zeit für Schmerz. Getroffen. Jetzt siehst du auch nichts. Okay, doch. Die verrät sich durch ihre Magie, die doofe Kuh. Hapsa! Verdammt. Ich habe die Entfernung nicht mit einkalkuliert. Hä? Habe ich denn dagegen geschossen irgendwo? Und? Okay, irgendwas anderes getroffen. Hab gar nicht gesehen, dass da noch was ist. So. Geht's doch. Ein bisschen. Ja. Seele gefangen genommen. Vielen Dank. Brauchst du sowieso nicht mehr. Wir werden deine Seele sehr, sehr gut gebrauchen irgendwann. Wenn wir deine Seele gegen Verzauberungsmagie eintauschen. Wir sind voll der Seelenhändler. Was? Skeva ohne Kopf? Wo ist der denn? Okay, hier ist ein Skeva ohne Kopf. Hier ist eine Ziege ohne Körper. Wie passt das zusammen? War das eine Missgeburt? War das ein Ziegenskeva oder sowas? Ekelig. Wo laufen wir denn hierher? Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Schon wieder alles so verwinkelt hier in der Höhle. Ne, Ziegenfell lassen wir da. Das bringt ja nichts. Daraus können wir nur Fuhr machen. Und Fuhr bringt uns nichts. Ja, so viele Gänge hier. Weiß ja gar nicht, wo du zuerst her sollst. Und alles natürlich so dunkel. Alter, noch ein Gang, noch ein Gang, noch ein Gang. Wie viele denn noch hier? Ach, ein Troll war das, den wir gekillt haben. Ich dachte, irgendein Hexenrahmenvieh oder so. Okay, ein Troll. Ach, da war auch ein Troll. Zwei Trolle. Alles klar, zwei Trolls. Don't feed the troll, ne? Haben wir auch nicht, wir haben ihn gekillt. Ist hier oben der richtige Weg? Ich guck mal auf die Map. Okay, oben scheint der richtige Weg zu sein. Dann gehe ich doch erstmal unten eher. Unten eher? Ich gehe unten eher. Aber geschlichen. Nicht gerannt. Da ist jemand. Beziehungsweise da war jemand. Auf Wiedersehen. Haha. Bitte töte mich nicht. Zu spät. Auch wenn wir als Drachenblut noch in die Pfeilbahn hätten reinspringen können, um den Pfeil aufzuhalten. Wir sind ja so schnell unterwegs, aber... Ne, warum? Hat sich ja nicht gelohnt. Oder hätte sich für uns ja nicht gelohnt, dich am Leben zu lassen. So, mit einem Schuh draus. Warum? Du hättest uns nur versucht zu töten aus Dankbarkeit. Ich laber heute auch wieder einen Mist, ne, irgendwie. So, hier wird wahrscheinlich auch eine Kollegin auf uns warten. Vielleicht sogar zwei oder drei. Vielleicht auch noch mehr. Eine. Also zumindest sehe ich eine im Moment. Ja, auch du, mein Schätzchen, wirst jetzt deine Kolleginnen wiedersehen. Wiedersehen, ja. Im Jenseits. Oder besser gesagt, in der Hölle. So. Ja. Das letzte Wehklagen sei dir gestattet. Auch wenn ich nicht weiß, wie das geht, wenn wir die direkt in den Kopf schießen, aber... Pff, was
Was, wer bin ich denn hier, dass ich das in Frage stelle? Ne? Wer bin ich schon? Und bitte die Truhe. Alex, dir das da schon Diebstahls können Sie behalten. So. Und zurück. Den Hauptgang jetzt entlang. Ja, der Hauptgang muss da leider noch ein bisschen warten. Das hört sich an, als würde es hier was zu essen geben. Der Hauptgang muss warten. Die Vorspeise haben wir gerade, gegessen. Der Hauptgang wird dann in der nächsten Episode nachgereicht. Und wenn wir Glück haben, gibt es danach noch, eine Nachspeise. Aperitif brauchen wir nicht. Weil ist ja eigentlich Vorgang irgendwie, ne? Vorgang, Aperitif, ist ja alles, hatten wir schon. Yam, 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 lecker, lecker. Und zum Hauptgang gibt es dann Hexenrahm. Oh, wird das lecker in der nächsten Episode. Nam, 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 nam. Ja, gut, das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder, wenn wir hier endlich diese verruchte Höhle von den Hexenrahmen befreien. Und dann hoffentlich zurückkehren zu den Gefährten und wie ein Held gefeiert werden. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.